Dann sind wir wohl fast bereit aufzubrechen. Wirklich schade, dass wir nicht mehr Zeit mit Zaubern verbringen konnten. Sie haben unseren neuen Zauber sicher geübt. Jawohl, Professor. Tja, so schnell hat sich wohl noch niemand an einen Zauberstab aus zweiter Hand gewöhnt. Mit Ihrem eigenen werden Sie noch viel stärker sein. Danke, Professor Fig. Ich möchte Ihnen danken, dass Sie mir helfen, bevor das Schuljahr... Eliasar! George, schön, dass du trotz der eher kryptischen Beschreibung dieses Ortes hergefunden hast. Ich apparierte schon zu vageren Orten als diesem. Doch beim ersten Versuch habe ich mich wohl etwas verrechnet. Die Theaterbesucher am Westend dürften sich sehr erschrocken haben. Es ist so lange her, als deine Eule ankam, also ich... Lieber nicht hier, Eliasar. Natürlich. Sprechen wir auf dem Weg nach Hogwarts. Uns erwarten ein Festmahl und eine Einführungsfeier. Grandiose Idee. Solange dein junger Schützling hier nichts dagegen hat. Überhaupt nichts, Sir. Nach Ihnen. Ewig her, dass ich im Schloss war. Wäre gut, den alten Steinhaufen wiederzusehen. Noch vor der Schottland-Reise zu sehen. Gerade so. Und wer ist deine Reisebegleitung? Ein Neuzugang. Neu? Ja, Sir. Ich fange in der 5. Klasse an. Außergewöhnlich. In der Tat. Dass jemand so spät in Hogwarts aufgenommen wurde, hat man hier noch nie erlebt. Ich auch nicht. Aber da die anderen 5-Klässler ihre magischen Fertigkeiten schon seit 4 Jahren trainieren, bat mich der Schulleiter, den Neuzugang vor Semesterbeginn etwas auf Trab zu bringen. Nun, Sie haben Glück mit Ihrem Mentor. Professor Fig ist sowohl ein ausgezeichneter Lehrer als auch ein erstaunlich kluger und begabter Zauberer. Mr. Osric neigt zu Schmeicheleien. Wahrscheinlich ein Grund, warum er es im Ministerium so weit gebracht hat. Hast du das gesehen? Oh ja, es herrscht Uneinigkeit darüber, wie gefährlich Runrock wirklich ist. Ich muss das Ministerium noch überzeugen, aber ich glaube, er ist eine ernste Bedrohung. Und es war deine Frau, Eliasar, die mich vor Monaten auf ihn aufmerksam machte. Miriam? Wie denn? Vor ihrem Tod schrieb sie mir von Renrock. Fragte sich, was das Ministerium über ihn wusste. Bevor ich antworten konnte, erhielt ich das. Es war das Letzte, was sie mir schickte, Eliasar. Es kam per Eule. Aber ohne Korrespondenz. Ich kann nur annehmen, dass sie es schnell losschicken musste, um es zu schützen. Vermutlich vor Renrock. Ich kann es nicht öffnen. Es wird durch wahrhaftig mächtige Magie geschützt. Das sieht wie Koboldmetall aus. Das Symbol. Was leuchtet da? Ich sehe kein Leuchten. Ich auch nicht. Bei Merlins Bart. Wie haben Sie... Halt! Wir wissen nicht was. Halt hin!
alles in Ordnung? Sie sind verletzt. Nur ein bisschen. Nehmen Sie. Dieser Mega-Power-Tank bringt Sie schnell wieder auf die Beine. Und damit ein zauberhaftes herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Ja, willkommen zu Part 1. Es gab schon einen Part 0, wo wir diesen Charakter, den wir gerade sehen, erstellt haben. Und ja, ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Und herzlich willkommen zu Hogwarts Legacy, welches am 10.02. erscheinen wird. Und durch Early Access, quasi durch die Deluxe-Edition, können wir es jetzt schon spielen. Und ja, es ist ein Action-Rollenspiel in einer Open World und wurde von Avalanche Software entwickelt und von Warner Bros. Interactive gepublished. Und ja, wir schlüpfen jetzt hier in die Rolle von Gin Tonics. Und ja, auf jeden Fall schaut gerne in die Videobeschreibung rein, wenn ihr gerne mehr Informationen zu dem Spiel haben wollt. Und dann heilen wir uns doch jetzt mal. Ja, das war auf jeden Fall ein sehr, sehr langes Opening. Ich glaube, ich habe noch nie so lange tatsächlich bei einem Projekt geschwiegen, bis ich sprechen konnte. So, drücke Steuerkreuz unten, um zu heilen. Was ist passiert? Armer George. Warum musste er... Was hatte das blöde Vieh denn? Eine Kutsche im Flug angreifen? Ein Drache würde niemals... Professor? Sir? Wo sind wir? Ich bin nicht sicher. Aber das war ein Portschlüssel. Portschlüssel? Ein verzauberter Gegenstand, der einen an einen bestimmten Ort bringt. Ich fühle mich besser, Sir, falls Sie sich umsehen möchten. Ja, aber bleiben Sie bei mir. Wir wissen nicht, wer ihn erschaffen hat. Oder warum. Alles klar, Professor. Wir folgen Ihnen, aber natürlich drehen wir uns erstmal um. Wir kennen das ja aus Open-World-Spielen. Ja, krass, dass wir sofort mit einem Drachen in Kontakt kommen, der jemanden wegfrisst und wir plötzlich die Testrale sehen können, weil wir auf einmal mit dem Tod in Kontakt gekommen sind. Also, das ging natürlich auf jeden Fall sehr fix, dass wir die Testrale sehen konnten. Ja, dann folgen wir doch mal Professor Fig. Das ist auf jeden Fall nicht Hogwarts, würde ich mal sagen. Wie weit hat uns dieser Portschlüssel nur gebracht? Weiter weg von London, als der Wagen fuhr. Wir sind irgendwo im schottischen Hochland. Sir, diese Ruinen. Glauben Sie... Der Portschlüssel sollte uns herführen? Das glaube ich. So haben wir beide uns den Tag sicher nicht vorgestellt. Aber Miriam hat George den Portschlüssel aus einem Grund geschickt. Und ich glaube, dass sie und auch George bei der Suche nach dem, wohin er führen soll, sterben. Nun, wenn es ihnen gut geht und sie nichts dagegen haben, ich würde mich gern umsehen. Auf jeden Fall, Sir. Gut, lassen Sie uns hier nach einem Pfad suchen, wie verblasst er auch sein mag. Alles klar, dann folgen wir doch mal dem Kollegen. Folge Professor Fig. Steuerkreuz oben wird dann einfach markiert, oder? Ah nee, okay, da sehen wir dann einfach der Weg nach Hogwarts. Professor Fig und ich sind per Portschlüssel zu einer abgelegenen Klippe im schottischen Hochland gereist. Wir müssen die mysteriösen Ruinen erkunden, zu denen der Portschlüssel uns wahrscheinlich leiten sollte. Gut, dann brauchen wir keine näheren Informationen, dann laufen wir doch einfach mal Professor Fig hinterher. Was denken Sie, woher hatte Ihre Frau den Portschlüssel, der uns herbrachte? Eine gute Frage. Miriam hat jahrelang nach Beweisen für eine längst vergessene Form von alter Magie gesucht. Okay, die Frage ist, blendet sich der Hinweis jetzt auch irgendwann aus? Ja, eine mächtige Magie, die nur wenige beherrschen. Sie scheint vergessen worden zu sein. Das sieht schon sehr schick aus. Schloss Hogwarts wurde durch sie errichtet und ist ein Hauptort dieser alten Magie. Ich weiß nicht, wie sie in den Besitz des Portschlüssels kam. Aber ich bin sicher, er hatte mit der Suche zu tun.
Können wir hier runterfallen? Nein, okay. Entschuldigung, dass ich da gerade dazwischen gequatscht habe, aber es hat mich gerade interessiert. Also hier ist eine Wand. Wir können nicht runterfallen. Warten Sie, Professor Fick. Aber Sir, warum hat Ihre Frau nach Beweisen für verlorene Magie gesucht? Miriam wollte verstehen, warum so mächtige Magie aus der Welt der Zauberei verschwunden ist. Obwohl sie Gutes bewirken kann. Aber Magie ist nicht anders als jede andere Macht. Was wirklich zählt, ist derjenige, der sie ausübt. Ist das Eis? Es ist hier nicht kalt genug. Anscheinend ist es eine Art Verzauberung. Jemand wollte den Pfad blockieren. Schauen wir uns Ihr Können mit dem Zauberstab an. Fokus auf das Zentrum. Basiszauber. Neuen Zauber freigeschaltet. Tippe R2, um einen Basiszauber zu wirken. Das machen wir doch mal. Okay. Nutze deine Kamera mit dem rechten Stick, um ein aktives Ziel auszuwählen. Einige Spielerinnen bevorzugen es, Ziele auszuwählen und den Avatar mit demselben Stick zu bewegen, indem sie die kamerabezogene Zielerfassung in den Einstellungen deaktivieren. Okay, aber eigentlich finde ich das okay. Alles gut. Vielen Dank für den Hinweis. Oh. Habe mich gerade kurz erschrocken. Oh, das war wohl. Ihr Können verbessert sich immer weiter. Danke, Sir. Okay, das hat doch schon mal ganz gut geklappt. Hey. Respekt. Das sah krass aus. Oh, da hinten die Berge. Okay, dann folgen wir doch mal unserem Professor weiter. Aber hier ist doch nichts. Jemand hier gebaut? Ich schätze, um für sich zu sein. Der Portschlüssel hat uns hierher geführt. Halten wir die Augen offen nach etwas, das nicht hergehört. Diese Vase und diese Vase. Die Minikarte zeigt deine Umgebung an. Mit dir, dem lila Pfeil, in der Mitte. Dies gelbe Symbol ist dein aktuelles Ziel. Halte Steuerkreuz oben gedrückt, um die Einzelheiten des Auftrags an- und abzuschalten. Ah, lernen wir das jetzt erst jetzt wieder abzuschalten? Tatsächlich. Wir haben vorher leider nur gelernt, wie man es anschaltet. Jetzt haben wir aber auch gelernt, wie man es wieder abschaltet. Okay. Ich habe ja eigentlich die Hoffnung, dass hier in den Vasen noch irgendwas drin ist, aber leider nicht. Noch nichts zum Looten. Oder zum Finden. Dann untersuchen wir doch mal diese Steinmauer. Professor, es ist eine Art Wandbild. Vielleicht hellseherisch begabt. Interessant. Ja. Genau. Und jetzt? Okay, ich soll das hier erkunden. Ach so, das war mir jetzt gerade gar nicht so klar. Die Statue. Vielleicht war dies ein Zuhause.
Ja, okay. Haben wir sonst noch irgendetwas hier drin? Ich finde ja diese Fackeln auch sehr komisch, oder nicht? Erkunde die Ruine. Was stand denn hier jetzt nochmal genau? Weil wir haben ja, ist jetzt abgeschaltet. Achso, okay. Ja, da steht einfach tatsächlich genau dasselbe. Okay, dann, wir kommen ja da nicht hoch, richtig? Was denn hier? Ah, seht ihr? Hier kommt man rum. Dieser verzauberte Kristallstein wieder. Was könnte er bloß blockieren? Was ist das? Professor Fig? Wie seltsam. Warum sollte jemand diesen Stein hierher beschworen haben? Und wie kann dahinter ein Raum sein? Welcher Raum? Ich sehe da nichts. Wieder dieses Leuchten, wie auf dem Portschlüsselbehälter. Interagiere mit Magie. Achso. Okay, ich soll es nicht anzaubern. Oh Mann, okay, wir untersuchen mal dieses Symbol. Wo sind wir? Das glaube ich nicht. Oh, wir sind in dem Raum. Weck den Kobold auf. Hallo, wo sind wir? Hallo? Willkommen bei Gringotts Zaubererbank. Verlies 12, nehme ich an. Ganz genau. Schlüssel? Hm? Der Schlüssel Ihrer Frau. Oh, ja, natürlich. Hier entlang. Bleiben Sie bei mir. Nach Ihnen. Lassen Sie Ihre Hände im Wagen, wenn Sie sie behalten möchten. Wie viele Verliese gibt es in Gringotts? Hunderte. Auf dem Weg zu Verlies Nummer 12 sind einige davon zu sehen. Im Moment sind wir direkt unter dem Hauptfoyer. Diese Verliese sind am neuesten. Sind private Eingänge in die Bank für Gringotts normal? Eine Seltenheit. Nur jemand mit viel Geld oder Macht oder beidem könnte solch einen Dienst beanspruchen. Gut, die Luft anhalten. Okay. Der Wasserfall entfernt alle Verzauberungen. Eine Sicherheitsmaßnahme. Sie sind mit dem Diebesfall vertraut, wie ich sehe. Hab ich gehört. Hier befinden sich die unteren Verliese. Wie tief geht es denn? Verlies Nummer 12 wurde kurz nach Gringotts Gründung vor 400 Jahren in Dienst gestellt. Es befindet sich im tiefsten Teil der Bank. Festhalten, ein gutes Stück liegt noch vor uns. Wie krass das ist. Wie krass sieht das aus, ey. Wahnsinn.
Nummer? Verlies 12. Ein großer Tag. Weiterfahren. Oh, fährt er uns jetzt hinterher? Professor, das Armband, das der Kobold trug, hat geleuchtet. Wie das Leuchten auf dem Portschlüsselbehälter. Nein, dunkler. Es war auch auf dem Halsband des Drachen. Wie meinen? Wir haben uns über den Kobold da hinten gewundert. Er wacht über den ältesten Bereich der Bank. Kaum Besucher dort heutzutage. Da sind wir. Wann wurde dieses Verlies zuletzt genutzt? Jahrhundertelang war ein Kobold an meinem Tisch stationiert. In all der Zeit war niemand je in Verlies 12, bis zum heutigen Tag. Wie krass das einfach aussieht, das sieht einfach so unglaublich gut aus. Hilfe. Gut, dann folgen wir doch mal ins Verlies 12 und hoffen mal, dass er nicht die Tür hinter uns zumacht. Das wäre sonst echt blöd. Was meinen Sie, wonach wir hier suchen sollen? Ich weiß nicht. Sir, vielleicht können Sie... Laut den Anweisungen für Verlies 12 soll ich dem Besitzer des Schlüssels Zugriff gewähren und dann die Tür schließen. Halt! Warum habe ich das gewusst? Ich hab's gewusst. Professor, das kam jetzt wirklich unerwartet. Ich muss denken. Hier muss doch irgendetwas sein. Revelio vielleicht. Revelio? Ja, ein Enthüllungszauber. Jetzt wäre er gut. Schauen wir mal, was wir übersehen. Zauberstab bereithalten. Okay, wir lernen einen neuen Zauber, Revelio. Halte deinen Zauberstab mit linken Stick fest und bewege ihn entlang des Pfades des Symbols, um den Zauberspruch zu lernen. Drücke den entsprechenden Befehl, wenn du dazu aufgefordert wirst, um die Bewegung deines Zauberstabs entlang des Pfades des Symbols zu beschleunigen. Okay, dann schauen wir doch mal. Das war ganz schön knapp. Der hat uns ja fast eingeholt. Wirke mit Steuerkreuz links Revelio. Revelio. Da, da war etwas. Etwas näher und probieren Sie es nochmal. Okay. Eine Tür. Ah, ein Anfang. Da ist das Symbol wieder. Ich schätze, Sie wissen nicht, wie man... Ich weiß es, Professor. Das Symbol leuchtet genauso wie das auf dem Portschlüsselbehälter. Falls sich Ihnen ein Weg offenbart, wage ich zu behaupten, wir haben das Geheimnis des Verlies entdeckt. Gehen Sie vor. Sehr gerne, Professor. Sehr gerne. Untersuchen. Lumos! Das ist kein normales Verlies. Wir müssen uns den Weg hier heraus verdienen. Was meinen Sie denn mit verdienen? Glauben Sie, das ist vielleicht eine Art Test? Genau. Aber den Zweck kenne ich nicht. Mir nach. Es gibt kein Disapparieren, wenn etwas schief geht. Nicht aus Gringotts. Oh, oh, oh. Wer weiß, ob wir hier jetzt rauskommen. Also, aber ich vertraue tatsächlich Professor Fick. Also... Der macht eigentlich den Eindruck, als wenn er weiß, was er tut. Da vorne ist etwas. Was ist es? Das Leuchten wieder. Diesmal auf dem Boden.
Warum sehen wir Dinge, die andere nicht sehen? Sehr spannend. Untersuchen. Lumos! Was ist passiert? Als ich zum Leuchten gegangen bin, schien es plötzlich, als würde der Boden sich unter mir drehen. Geht es Ihnen gut? Ja, Sir, alles gut. Sie haben den Boden anscheinend verändert. Die Statue. Welche Statue? Ich sehe eine Art Statue, aber nur als Spiegelbild auf dem Boden. Okay, entscheide dich, wie du weiter vorgehen willst. Im Verlies stellten wir schnell fest, dass es leer war. An einer versteckten Tür fand ich ein leuchtendes Symbol. Es muss einen Grund für dieses Spiegelbild geben. Fand ich ein leuchtendes Symbol, das gleiche wie auf dem Portschlüsselbehälter. Als wir versuchten, die Tür zu öffnen, fanden wir uns plötzlich in einer gewaltigen Dunkelheit wieder. Wir befinden uns wohl noch immer in Gringotts. Sie könnten Revelio wirken. Aber das hier ist kein gewöhnliches Verlies. Ja, ich hätte auch Revelio gewirkt. Aber ich wollte das doch erstmal dem lieben Zuschauer vorlesen. Okay? Revelio. Ich denke, das haben Sie als Spiegelbild auf dem Boden gesehen. Das stimmt. Das Spiegelbild ist noch da, aber die Position der Statue passt nicht. Halt! Als sie sich bewegt haben, hat das Spiegelbild sich zum Licht gedreht. Vielleicht hilft hier ja Lumos. Halte deinen Zauberstab fest und genau, wir lernen den Zauberspruch. Gut, dann versuchen wir jetzt mal Lumos zu lernen. Das war easy. Lumos. Du hast den Lichtzauber Lumos erworben, der automatisch deinem Zauberset hinzugefügt wurde. Lumos erzeugt ein Licht an der Spitze deines Zauberstabs, damit du in dunklen Bereichen besser sehen kannst. Fortfahren. Halte R2 gedrückt und tippe auf Dreieck, um Lumos zu wirken oder zu löschen. Lumos, sehr gut. Das Spiegelbild dreht sich jetzt zu mir um. Es folgt wirklich dem Licht. Warum stehst du auf? Okay, will ich das? Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Unser erster Kampf? Protego! Wäre drei Angriffe mit Protego ab, okay? Das kriegen wir hin. Komm, greif uns an. Komm. Aber ich dachte, wir haben jetzt schon drei abgewehrt. Ne, jetzt. Tippe R2, um die Statue mit den Basiszaubern zu zerstören. Ah, okay. Kommen Sie! Was ist hier los? Professor Fig? Professor, wo sind Sie? Das ist nicht gut. Oh oh. Ja, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Da suchen wir unseren Professor, wo auch immer der jetzt abgeblieben ist. Ich bedanke mich sehr, dass du eingeschaltet hast und dass du zugeschaut hast. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, dein Gin Tonics. Ciao.